Servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Das letzte Mal haben wir eine Möglichkeit gefunden, in den zweiten Stock endlich vorrücken zu können. Und wie es der Zufall so will, seht ihr wahrscheinlich gerade, stehe ich direkt vor der Treppe. Na dann aufwärts, und zwar moonwalken und dann wieder straight walken und dann Mario, Sauging, Fledermaus, Extrem. Oben oder unten? Also oben ist falsch. Okay, unten. Ja, neue Türschlösser. Holen wir uns gleich mal den Money hier. Trophäensammlung. Was Greenpeace dazu sagen würde, das wissen wir ja. Was sagt der grüne Luigi dazu? Wie kann man ein Tier nur so behandeln? Ich könnte so etwas nicht verantworten. Wow, Luigi ist wirklich ein Grüner. Ich bin stolz auf dich, Luigi. Da ist noch einer, da ist noch ein dritter. Da sind ein Haufen Kisten. Oh. Oh, und ich brauche einen Eisgeist. Gut zu wissen. Wisst ihr, genau das ist es, was mich an diesem Spiel am meisten stört. Da kommt man drauf, oh, ich brauche das, jetzt darf ich wieder backtracken. Hä? Was war denn jetzt los? Ach so, die goldene Maus, ja. Zu spät. Ja, also man darf wieder backtracken, wenn man nicht den richtigen Geist dafür hat. Zum Glück gibt es den hier. Saugi, saugi. Dankeschön. Und jetzt geht's diesem Geist an den Kragen, bis wir wahrscheinlich nach zwei Räumen wieder wechseln dürfen. Aber soweit ist es noch nicht. Ja, und auf die passe ich jetzt besonders gut auf. Sidewalking und Undersidewalking. Und Türgehing. So, Geist, wo bist du? Komm raus. Jetzt gehörst du mir. Du und dein durchsichtiger Hintern. Haha. Ah, der nächste. Hallo. Okay. Du hast schon irgendwie mitbekommen, dass ich eigentlich Eis verwendet habe, oder? Na, geht doch. Ja, und wie ihr sehen könnt, die Geister haben immer mehr KP, werden immer hartnäckiger. Also das Spiel wird um nichts einfacher. Hallo, Bananageist. Nö, 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 nö. Fang gar nicht erst damit an. Dieser dämliche Bananogeist. Okay, jetzt wird es mir langsam ein bisschen zu viel mit euch. Ah, hätte ich gar nicht müssen. Komm du mal her. Du machst hier Donkey Kong keine Konkurrenz. Hab ich dich. Aha! Aha, ha, ha, ha. So, wo ist dieser Bananenfresser? Da bist du! Hab ich dich! Wir meine Villa verschmutzen, ha? Das haben wir schon gern. So, damit ist hier Licht. Das heißt, ein Bu ist hier irgendwo versteckt und außerdem haben wir eine Kiste. Nachdem sie blau ist, Schlüssel. Schlüssel für... Oh, die Terrasse, die zweite Stockterrasse. Und ich fürchte, ich weiß schon, was sich da verbirgt. Eieieiei, ich hoffe, ich bin dazu bereit. Da haben wir eine Kiste mit einem, wow, Riesenherz. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen, aber ich konnte es nicht wissen. Buchen klein... Schwebt allein in den Schreckweg 0816 rein. Weiß und Blut steht ihm gut. Ist ganz frech mit Mut. Nein, 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 nein. Ja, ich habe in letzter Zeit genug Boost gehabt, die mir mit einem KP abgehaut sind. Und er wieder mit seiner besonderen Info. Kann ich das nicht irgendwie überspringen?
Das wissen wir doch schon. So. 95 KP, das sollte gehen. Ja, was uns jetzt hier draußen erwartet, ist eine Art Endgegner, wenn nicht sogar Endgegner. Ja, ihr seht, unser Buhmeter flippt völlig aus. Hier ist überall scheinbar ein Buhu. Ach, der Mond. Ich dachte, den haben wir explodieren lassen. Oh, das hat es mir angetan. Ach so, dann redete er vom Einhornschwanz. Verstehe. Und der Mond? Ach, der hat es ihm auch angetan. Na gut. Wir verurteilen Luigi nicht. Hier sind Pflanzen. Okay, ja, also wie ihr sehen könnt, unser Boometer schlägt die ganze Zeit aus. Und das ist der Grund dafür. Eine Boo-Disco! DJ Luigi ist hier! Dieser Angsthase Luigi hat es doch tatsächlich bis hierher geschafft. Da machen wir uns ja fast ins Hemd vor lauter Angst. Ihr tragt Hemden? Ich schätze mal, jetzt sind wir an der Reihe. Alles klar, Buhus. Es ist an der Zeit, unsere wahre Gestalt anzunehmen. Doch zunächst einmal werden wir ihm einen ordentlichen Schrecken einjagen. Da bin ich aber gespannt. Eine ganze Fußballmannschaft haben wir. Endgegner Nummer 3 mit dem klingenden Namen Bulussus. Leitet sich von Koloss ab oder Kolossus. Shadow of the Bulussus. Ja, bum bum bum. Und ja. Ja, jetzt habe ich es eigentlich quasi schon gespoilert, was zu machen ist. Ja, einsaugen musst du sie auch, Luigi. Hä? Muss ich dafür etwa noch was machen? Okay, ich glaube, ich brauche dafür dieses Eisding. Aber schauen wir mal. Ah ja, genau. So war das. Lalala. Naja. Ja, Bulussus ist jetzt nicht wirklich schwer, wenn ihr wisst, was zu tun ist. Die einzige Herausforderung ist eigentlich, die Boost zu treffen mit der Steuerung. Nämlich gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Und ja, je mehr Buß ihr einsaugt, desto kleiner wird der Bulos natürlich. Na warte. Das hast du nicht umsonst gemacht. Ja, aber umso schwerer wird es dann natürlich, ihn in dieses Einhorn zu locken. Na, du musst schon noch sprühen, Luigi. Also, ich muss sie erst einmal zu mir locken. Und ihr merkt auch, je kleiner er ist, umso... Kommt schon, ihr. Umso kleiner ist, umso schneller ist er natürlich auch. Es ist fast so, als ob sie, wenn sie geringere Zahl wären, cleverer wären. Na komm, komm, komm. Ja, hab ich dich. Ja, die werden natürlich um einiges feiger. Ich verstehe nur nicht, warum die Kamera so nah rankommen muss. Meine Güte. Da kann ich dich auch schon einsaugen jetzt, ha?
Nö, noch nicht. Nein! Ah! Dieses verdammte Eisding hier haben. Luigi, du sollst nicht die Eiskristalle abschießen. Okay, ich wollte das nur mal probiert haben. Übrigens bin ich gerade draufgekommen, während eines Bosskampfes kann ich nicht nach Mario rufen. So auf die Art, Luigi, das musst du alleine schaffen. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Komisch, in den Pferdehintern geht er ohne zu zögern, aber ins Horn will er irgendwie nicht. Ja, es wäre irgendwie schön. Ha. Luigi? Meine Güte. Kann ich ihn nicht schon einsaugen? Noch immer nicht, okay. Es sind, glaube ich, jetzt nur noch zwei, ja, und es... Man würde sich natürlich denken, jetzt wird's einfach, aber nein. Komm schon, wie hat das nicht getroffen? Zum Geier nochmal. Komm her, Buh, komm her. Schaut euch das an. Das ist eben das, was es so schwer macht. Komm her, du feige Sau. Ich sehe schon kommen, dass sie mir die KP ausgehen werden, wenn das so weitergeht. Wo ist der Eisgeist, verdammt? Hallo? Muss ich jetzt extra dafür... Natürlich, und jetzt hat er natürlich... Schaut euch das an, jetzt habe ich gerade gesagt, er soll Eis schießen und er tut es nicht. Luigi. Oh. Boah, wenn ich jetzt wirklich sterben sollte. Endlich! Boah! Ich hab das nicht so mies in Erinnerung. Alter. Oh, blauer Schlüssel. Boah. Luigi, Luigi, hörst du mich? Bin ich erleichtert. Der weiße Nebel hat das Signal gestört. Du hast doch gute Arbeit geleistet. Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Wir könnten uns den Anblick der Gemälde mit einem Abendessen verfeinern. Heute Abend werde ich ein altes Familienrezept zubereiten. Eingelegter Löwenzahn mit jungen Seepocken, verfeinert mit einer Dieselmarinade. Du darfst meine Portion haben. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Dein Jobstag ist ein voller Geister zu sein. Was hältst du davon, wenn wir sie durch den Geisterportrifizierer jagen? Ja, das kennen wir ja schon. Und damit ist an sich Bereich 3 jetzt abgeschlossen. Wir haben eine Menge Geister gefangen. Und meine Güte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir unnötig schwer gemacht oder ob dieser Boss wirklich... schon immer so mies war. Auf jeden Fall war das jetzt richtig, richtig... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Frustrierend, nicht wirklich, aber... unangenehm. Sehr unangenehm. Das ist ein richtiger Trollboss, muss man eigentlich sagen. Ah, Mr. Astral-Universum. Ja, das war Volker Volltreffer.
Fräulein Petunia, Oma Adele, Fortis und Wegbert. Ja, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. So, und hier habt ihr es auch mal. Weiß-Lila auf Schwarz, Bereich 3. Eigentlich abgeschlossen mit Madame Lecaro, Mr. Astral-Universum, Oma Adele, Fräulein Petunia, Volker Volltreffer, Fortis und Wegbert und dem Troll. Trollossus, Bulussus, ja. Macht jetzt insgesamt 16 Geister. Natürlich wird auch das Geld wieder zusammengezählt und da kommt jetzt einiges zusammen. Denn wir haben fleißig Kollekte betrieben. Ja, zwei Dinge haben wir noch nicht entdeckt, wie es ausschaut. Aber unser Stand ist jetzt 36.755.000 G, Geld, Gold, Gil, was auch immer es ist. Wir speichern und wie ihr sehen könnt, all diese Boos, die Bulussus gemacht haben, zählen als gefangene Boos. Das heißt, 11 fehlen uns jetzt noch. Und ja, ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, der 50. ist natürlich der König. Wo soll es hingehen, Luigi? Erst einmal in eine Aufnahmepause, bis wir uns dann in der Villa wiedersehen, wo wir uns dann weiter dem zweiten Stock widmen werden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bin ich und nicht er. Das ist Luigi's Mansion. Das ist irgendwie klar ersichtlich mit den ganzen Geistern und der Tatsache, dass Luigi die Hauptfigur ist. Aber ich sag's trotzdem immer wieder dazu. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.